die sagen dir, das finde ich scheiße, was du machst, ne? Und du bist ein Arschloch oder was, dann weißt Bescheid. Dann weißt du, aha, ich bin Arschloch. Okay. Ist ja nicht so schlimm, aber dann weißt Bescheid. Mir kommt gerade eine wahnwitzige Idee. Moment mal. Wir haben hier ja Platz. Das ist ja wirklich die absolute Decke. Jetzt ist die Frage, passt das hier nochmal drauf? Also wir haben ja den Block, zählen wir mit als Boden. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Wir fangen ja hier an. 1, 2, 3, 4. Ach, langt nicht. Scheiße. Langt nicht. Ich hätte gedacht, wir machen das zweimal übereinander, dass wir so ein bisschen... Aber, ach, ist auch Schwachsinn. Lassen wir es erstmal so. Also, wie machen wir das hier mal dicht? Wir könnten das mal schnell mit Holz zumachen. Dann sieht das hier nicht mehr ganz so furchtbar aus. Na toll. Ja, man kann es auch so machen und einfach auf die Fresse fallen. Das kann man natürlich auch machen, aber macht keinen Sinn. Jetzt komme ich immer noch nicht hoch. Verdammte Axt. So, jetzt aber. So, zack, 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 zack. Uah. Ja, Leute. So, machen wir das. Ich mache das hier jetzt nur so ein bisschen provisorisch einmal zu, dass man da so ein bisschen Struktur drin hat, damit das so ein bisschen geschlossen aussieht. So. Das sieht aber irgendwie ziemlich schief aus, kann das sein? Ja, wir haben hier eine Reihe zu wenig. Wenn das die Treppe ist, ist das 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir da nochmal 1, 2, 3, 4. Und hier 1, 2. So, dann machen wir das mal schnell einmal blank hier. So. Übrigens, falls sich einer wundert, das kann denn nicht passieren, warum wir halt also ein völlig übertriebenes automatisches Lager bauen und warum wir so viel Eisen haben, wo wir den ganzen Scheiße haben und, nein, das ist nicht gescheatet. Wir hatten Eisenfarm. Falls irgendeiner läuft auf diesem Video ist, wir haben eine Eisenfarm gebaut und wir haben auch schon ganz viel anderen Quatsch gebaut und all so ein Mist, den wir gemacht haben. In... Jetzt vielleicht mittlerweile, bei 83 war ich, 84, 85, ja. In der 86. Folge ungefähr. Ja, moin, 86. Folge. Ich muss mir fürs 100 noch was überlegen. Also wir müssen bis 100 auf jeden Fall fertig sein. Bis Folge Ende, Folge 99 müssen wir fertig sein. Das ist das Ziel. Oder zumindest so weit, dass man das hier abliefern könnte. Ein bisschen Gas geben. Ich gehe aber vorher mal knacken. Eigentlich. Nee, ich kann nicht knacken. Ist das egal. Wir können hier eh so weiterbauen. Ist ja Banane. Ich mache hier nur einmal so zu. Dann kann uns auch nichts angreifen. Aber ich will mal in die Monsterfalle kurz mal laufen. Das können wir ja von hier aus alles gut erledigen. Ich muss mir noch eine Anbindung für die Monsterfalle überlegen. Das muss ich auch nochmal machen. Wie wir das umsetzen wollen. So. Und ich muss mir noch was überlegen, wie wir das in der Goldfarm machen. Das muss ich mir auch noch überlegen. Also, wie wir eine bauen, weiß ich so. Na, das ist nicht das Problem. Aber wie wir das dann fertig machen. Also, dass die auch hier angebunden ist und wie wir das ganze Material kriegen und so. Und das ist ja auch der Plan, deswegen brauchen wir ja auch den Verzauberungstisch. Für eine Spitzhacke an Effizienz 4, wahlweise auch 5. 5 wäre natürlich noch geiler. Um dann halt richtig schön Obsidian abzubauen, dann die Goldfarm zu bauen. Dann haben wir hier schon mal Eisen und Gold automatisiert. Das heißt, lange Strecken... Verkehr mit Schienen ist kein Ding mehr. So auch nicht unbedingt. Aber wir müssen halt jedes Mal fahren, weil wir Gold brauchen. Und das brauchst du halt fast nur für die Schienen und für goldene Äpfel. Und davon brauchst du beides relativ viel. Deswegen machen wir das. Dann seid ihr nämlich auch mal auf dem neuesten Stand. Ist auch nicht verkehrt. Ja, das ist natürlich sehr geil. So. Zack. Hier ziehe ich auch mal einen Balken rüber. Das ist jetzt alles noch nicht final hier, ne? Ganz ruhig bleiben. So, dann haben wir das dicht. Das lasse ich noch offen. Das brauchen wir immer nachher mal zu, wenn wir dann das fertig haben. So. Genau. Wir könnten aber schon mal die Einladeluke für die Dings können wir mal basteln. Dann brauchen wir aber was. Und zwar brauchen wir einmal Folgendes. Wir brauchen jetzt einmal von jedem Item eine Sache, was in der Monsterfalle gesammelt wird. Alles, was da droppen könnte. Das sind ja Knochen, Fleisch, ich muss hier gerade den Platz schaffen, Knochen, Fleisch, Fäden, Pfeile und Gunpowder. Ja, Gunpowder, ja, das war's. Und Inksex, aber das sind 1, 2, 3, 4, 5,
Dann nehmen wir nochmal Inksex mit rein. Die sind wir zwar auch nicht automatisch, aber die nehmen wir jetzt nochmal rein. Da brauchen wir noch 6 Item Frames. 6 Item Frames. Ich hab noch. Oh, das wird nix. Das wird nix. Das verdammt wird nix. Ich habe einfach zu viel Kram dabei. Tschüss. So. Ich brauche Holz, Leute. Ich brauche jede Menge. Ich schmeiß das schon mal hier rein kurz. Und das. Weg damit. So. Spruce Wood. Schon Oakwood im Moment noch ein bisschen. Aber das wird auch nicht mehr lange vorhalten. Bis wir das auch anbrechen müssen, weil. So. Okay. Wir brauchen Sticks. Dafür nehmen wir erstmal ein Viertelstack. Also einen ganz normalen Stack Holz. Dafür machen wir erstmal ein paar Stickies. So, jetzt brauche ich das Ganze 1, 2, 3. Ich brauche 6. Dann brauche ich noch 4. Seht ihr, geht auch alles. Zack, zack. Und jetzt brauche ich nochmal. Jetzt haben wir 6. Genau, alles klar. Nochmal fallen lassen. So. Zwischenlager. Dann brauchen wir was. So, jetzt müssen wir erstmal hier einsortieren. Die können wir ja auch schon anschließen. Genau. Ich lege hier einmal alles beiseite, dass wir das gleich machen können. Zack, 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 zack. Und die Inksex, genau. Zack. Ja, so wird das Lager nachher ungefähr aussehen. Jetzt beginnt hier nämlich der richtige Scheiß. So, jetzt brauchen wir erstmal 44. Genau, zack, 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 zack. Genau, das erste war Knochen. Das wird jetzt schon mal alles durchsortiert, das ist in Ordnung. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen mehr Platz. Jetzt brauchen wir nochmal 2 davon. So. Als nächstes. Jetzt brauche ich wieder 44. 1, 2, 3, 41. Als nächstes kommt Rotten Flesh. Genau, hier kommt Federn rein. Also brauchen wir einmal wieder 44. 1, 2, 3. Zack. Wieso macht er das so? Okay. Merkwürdig. Okay, na gut. Ich brauche auch noch mehr Oak Leaves. Jetzt sind wir bei... Genau, das stimmt alles. Alles klar, ich dachte gerade, wir hätten uns in der Reihenfolge geirrt, aber stimmt alles. Zack, zack. Ihr seht, die gehen weg wie warme Semmeln. Das ist teilweise echt ein bisschen hart. Drei und Pfeile. Wunderbar. Zwei, drei, ja. Das ist irgendwie verpackt. Ich brauche einmal 41. Und einmal. Genau, jetzt sollte das alles funktioniert haben. Da dürfte so ein paar Oak Leaves drin sein, das ist normal. Hä? Was? Wieso macht er... Moment mal. Hä? Aber... Aber wann stackt er die denn runter? Es kann aber sein... Das kann sein, dass wir das also reinlegen müssen, weil er das dann, also hier läuft die Maschine nicht richtig. Das kann es sein. Das könnte sein. So, weil das ist ja stabil. Jetzt nehmen wir hier mal wieder einen raus. Das ist natürlich blöd. Ja, das ist das. Verdammt, das habe ich vergessen. Scheiße. Ja, wenn ihr solche Probleme habt, dann müsst ihr, ihr dürft, das ist jetzt, ach scheiße, Gott, ihr dürft nur ein Item reinlegen. Ansonsten bekommt ihr Probleme mit dem Sortieren.
Weil er sortiert dann zu schnell oder zu weit, das kannst du haben. Ja, er hat sich hier völlig unkontrolliert teilweise runtergezählt. So. Und jetzt kommt hier String rein. Hä? Das ist String. Ach, Pfeile müssen wir hier noch rausnehmen. Okay, sorry. Pfeile. Ich kann das schon mal wieder rausnehmen. Und das dürfte aber geklappt haben. Habe ich noch gar nicht gemacht. Pfeile. Stimmt. Gunpowder stimmt auch noch. Und das machen wir jetzt auch, dass es stimmt. So. Zack. Einmal 41. Einmal 3. Jetzt dürfte das nämlich auch stimmen. Das stimmt noch, das stimmt noch, das stimmt noch, das stimmt noch. Das stimmt auch. Wunderbar. Hopper haben wir nämlich auch noch. Jetzt müssen wir gleich einmal die Minecart-Strecke umlegen. Ich hätte jetzt überlegt, dass wir das mit längeren Minecarts machen, aber es macht auch keinen Sinn. Ich muss die Spitzhacke noch craften. So. Jetzt, wenn wir das alles einsortiert haben, können wir in die Kiste einmal das reinschmeißen, was weg soll. Das sind zum einen Pfeile. Das sind zum einen Arrows, Strings, Insect, Gunpowder und Bones sind das noch. Bones und Rotten Flash. Und Strings und so dürfte das alles einsortiert werden. Die nehmen wir mit. Ja, da waren ja zu viel. Genau, hier ist noch nichts passiert. Das wird aber gleich noch ändern. Das sieht man gleich erst, ob es wirklich funktioniert. Wenn einmal alles durchgelaufen ist und dann stimmt noch alles, ist gut. So, zack. Das ist ja auch noch rein. So, und jetzt werden wir hier einmal unsere kleine, liebe Minecraft-Strecke bauen. Die Monsterfalle wirft in der Regel sowieso nicht so viel ab, aber ich will einmal dafür sorgen, dass er wirklich alles auch mitnimmt. So, das bedeutet, wir brauchen hier einen Block. Dann brauchen wir gleich nochmal einen Hebel. Oh ne, das ist aber mit Dings jetzt, genau. So. Einen hier drauf, genau, jetzt holen wir uns von dieser Seite mal schnell die Minecart-Schienen. Habe ich die schon alle mitgenommen? Sieht fast so aus. Jetzt kann ich das hier alles mal abreißen. Das war knapp. Und weg. Und schnell weg, wenn das hier zumacht. So, jetzt kommt sie hier nirgendwo mal durch. Alles klar. Und hier wollen wir auch nochmal für ein bisschen mehr Beleuchtung jetzt sorgen. Damit der Raum sich ein bisschen vergrößert hat. So. Wir müssen jetzt ja die Minecart-Strecke nämlich einmal umleiten. Und zwar, das ist nicht weit, wie wir sie umbauen müssen. Aber so weit, dass sie hier hinkommt. Okay, jetzt müssen wir hier noch einmal uns durcharbeiten. So. Und dann mal schnell hoch. Aua. Aua. Genau. Neue kleine Hundis, verteidige ich mich mal. Wo habe ich denn die Schienen gelassen? Da. Zack. Fertig. So, wir müssen nämlich auch Powered Rails noch einbauen. Das werden wir hier gleich mal machen. Das ist alles normal. Halt. Umlegen muss ich hier. Also würde ich sagen, geben wir ihm hier 3. Und dann nochmal 2. Ja. Jetzt brauchen wir nochmal kurz einen Hebel, müssen wir noch einmal basteln. Und dann kann das eigentlich auch schon bald weitergehen. Ich hätte das Minecart mitnehmen sollen. Zack. Genau, jetzt wird das hier nicht jetzt aussortiert, prallt hier ab, fährt wieder zurück und alles wird hier eingesammelt. Jetzt gucken wir mal, ob er das alles einsortiert hat. Ja, der kann weg. Jetzt dürfte theoretisch überall. 40 drin sind. Ja gut, da hat man noch ein paar Momente.